Hallo liebe Freunde, heute erfahren Sie, wie Sie nach dem Löschen, Formatieren oder Virenabfall Dateien von einem USB-Stick wiederherstellen. Benutzer speichern häufig Arbeitsdokumente und persönliche Dateien auf tragbaren USB-Sticks. Es ist sehr bequem, zu Hause und im Büro auf Dokumente zuzugreifen. Sie können jederzeit persönliche Fotos oder interessante Videos teilen. Die Verwendung eines USB-Sticks aus verschiedenen Computern und Laptops führt zu Virusinfektionen, Systemabstürzen des Geräts oder Dateisystemverlagen. Wenn Ihre Daten verloren gehen, befolgen Sie die Anweisungen. Stellen Sie die Arbeit mit einem USB-Stick ein und speichern Sie nichts drauf. Das Schreiben neuer Dateien macht es unmöglich, gelöschte Informationen wiederherzustellen. Zweitens, denken Sie dran, wo Sie zuletzt mit der Datei gearbeitet haben. Möglicherweise befindet sich die Sicherungskopie der Datei auf dem Desktop oder im Ordner eigene Dateien. Wenn der USB-Stick mit einem Virus infiziert ist, scannen und behandeln Sie es. Vielleicht öffnet dies den Zugang zu Ihren Daten. Laden Sie das Hetman Partition Recovery Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Schauen wir uns also genauer an, wie Sie die Dateien mit dem Hetman Partition Recovery Programm wiederherstellen können. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, in denen wichtige Dateien verloren gehen können. Auf dem USB-Stick befindet sich ein Ordner mit verschiedenen Dateien. Wir löschen das. Wir sehen, ist der USB-Stick leer, der Papierkorb auch. Die Dateien sind verloren und jetzt müssen wir sie wiederherstellen. So stellen Sie diese Dateien mit dem Programm Hetman Partition Recovery wieder her. Führen Sie das Programm aus, der File Recovery Wizard weiter. Es wurde geöffnet. Wir wählen den USB-Stick aus, auf dem versehentlich Dateien gelöscht wurden. In meinem Fall ist dies Laufwerk E. Drücken weiter. Schneller Scan. Weiter. Wir warten, bis der Analyseprozess abgeschlossen ist. Fertig. Der Analyseprozess ist abgeschlossen. So werden die Dateien gefunden. Wir können die notwendigen auswählen und wiederherstellen. Wählen Sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Hier wählen wir auf Festplatte speichern und geben den Pfad an, in dem die Dateien wiederhergestellt werden. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Dies kann einige Zeit dauern. Fertig. Wie Sie gesehen haben, hat das Programm dies schnell und einfach erledigt und dank der intuitiven Benutzungsoberfläche des Programms und des praktischen Wiederherstellungsassistenten war ich mit einem Minimum an Aufwand beschäftigt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch und tschüss.